Meine Damen und Herren, das letzte Achtelfinale des heutigen Tages ruft und die Schweiz wartet gespannt auf ihren Gegner. Ich grüße Sie recht herzlich aus dem Startbowler Erde, Lies und Maus zu der Begegnung Kroatien gegen Portugal. Acht Minuten hat's gedauert und wir sahen die erste Chance dieser Partie. Der Schuss von Mandzukic allerdings kein Problem für Rui Patricio. Was wir zu Beginn der Begegnung nicht sahen, waren viele Torchancen. Weder Kroatien noch Portugal spielten großartig nach vorne, es in den Teilen eher in einen vorsichtigen Abtasten. Im späteren Spielverlauf sollte sich dies hingegen jedoch nochmal ändern. Hier aber Drozovic am Ball, spielten zu Mandzukic und letztlich ist Perisic, der Rui Patricio ruft. Nur zwei Minuten später, Rakitic am Ball, spielt den Ball zu Perisic und erzielt das 1-0 für Kroatien. Und zugegebenermaßen war es doch ein bisschen zu einfach für einen Achtelfinalisten, vor allem für eine Mannschaft, die Portugal heißt. Nochmal zur Entstehung. Hier löst sich erst Rakitic von Coentrão. Da kommt ein Zuge nicht mehr hinterher. Weder Coentrão noch Bruno Alves entscheiden sich dann zum Ball zu gehen, nehmen lieber die Statistenrolle. Rakitic hat die ganze Zeit den Kopf oben, sieht Perisic und das Ding zappelt im Netz. Wir machen einen Sprung in die 27. Minute. Nein, ich spiele den Ball zu Dani. Der zu Coentrão. Und er zieht den Ausgleich. 1:1. Coentrão macht damit seinen Fehler wieder gut, den er beim 1:0 begangen hat. Ein starker Antritt da von ihm. Denn dieser Antritt hat die gesamte Abwehrmannschaft der Kroaten überrumpelt. Denn die Geschwindigkeit, die er dadurch reinbrachte, passt einfach nicht zu der bisherigen Dynamik dieses Angriffes. Beginnt tut es ganz schön im Mittelfeld. Hier wird erst Dani nicht entscheidend gestört. Dani kann sich dann von Rakitic lösen. Genauso wie Coentrão sich auf einmal von Modric löst. Und auch Scholuka ist nicht nah genug dran, um Coentrão am Abschluss zu hindern. In der ersten Hälfte passierte weiter nichts mehr. Deshalb machen wir einen Sprung in die 62. Minute. Moutinho mit der Ecke. Dani mit dem Kopfball, also Basic mit einer starken Parade. Der Ball vorerst klärt, doch Elisio mit dem Ball zurück. Zurück zu Moutinho. Da kommt ein Scholuka vorbei, da kommt ein Srinna vorbei. Da steht es 2:1. Portugal geht in Führung. Aber das war genauso wie beim 1:0 einfach zu einfach. Weder Srinna noch Gianluca zeigen da ein gutes Abwehrverhalten. Srinna hatte vorher sowieso schon die gelbe Karte gesehen nach einer Schwalbe im portugiesischen 16er. Aber was sie hier gerade zeigen, das ist so einfach und so Basic hat da keine Abwehrchance. Kroaten gaben das Spiel nicht einfach so her. Pjaka bringt den Ball irgendwie zu Mandzukic, aber Rui Patricio ist auf dem Posten. 76. Minute, die Chance auf das 2:1 für Portugal. Dani prüft den Ball aus der Distanz, allerdings zur Ecke abgewehrt. Wir befinden uns in der Schlussphase dieser Begegnung. Der eingewechselte Pranjic mit dem Dribbling legt ihn für den eingewechselten Badel auf, aber Rui Patricio mit einer starken Parade. Eine Chance sollten die Kroaten aber nochmal erhalten. Mandzukic ist abgeblockt, Kovacic setzt nach, Kovacic, Tor! 2:2, der Ausgleich! Der eingewechselte Kovacic setzt nach und erzielt das Tor und rettet Kroatien in die Verlängerung. Was ist denn hier los? Was für ein Spiel! Dass die Kroaten überhaupt noch zum Angriff kommen dürfen, haben sie auch den Schiedsrichter zu verdanken. 4 Minuten Nachspielzeit, was zu viel erscheint. Und es hat darauf auch nochmal nachspielen und dann Kovacic dieser Einsatz und dieses Tor.
101. Minute. Rosalko Amar spielt mal zu Mandzukic, da findet aber in Rui Patricio mal wieder seinen Meister. Nur eine Minute später die Portugiesen im Angriff. Nani kommt auf den Flügel zur Flanke zu Cristiano Ronaldo. Da ist das Tor! 3:2 für Portugal! Die erneute Führung für die Mannschaft von der Iberischen Halbinsel. Durch den Mann, der diese überhaupt erst ins Achtelfinale gebracht hat, Cristiano Ronaldo! Schöner Gegenangriff da der Portugiesen, denn dieser weite Ball von Dani zu Nani. Und dass der Typ auch ein feiner Fußballer ist, zeigt er hier, was für eine wunderbare Flanke. Und Cristiano Ronaldo, schönes Tor. Schluss wäre hier noch lange nicht. Es gab noch eine zweite Hälfte zu spielen. Kovacic ist durch. Kovacic, Tor! Das 3:3! Und wieder ist es da eingewechselt zu Kovacic, der die Kroaten zurück in die Partie schießt. Der erneute Ausgleich. Und wenn es so bleibt, dann sehen wir hier doch noch einen Elfmeterschießen. Auch schöner Angriff der Kroaten. Rakitic hier mal sieht, dass Kovacic in die Schnittstelle der Abwehr läuft. Der ist frisch genug, um durchzukommen und das Tor zu erzielen. Die 114. Minute. Coutinho am Ball, spielt den Ball zu Dani. Der sieht Nani einlaufen. Nani. Pfosten. Adrian. Tor für Portugal. 4:3 durch den frisch eingewechselten Adrian. Meine Güte, was ist denn hier los? Was ist das denn für ein Fußballspiel, was wir hier sehen, meine Damen und Herren? Das ist einfach nur ein offener Schlagabtausch hier. Beide Mannschaften mit offenen Visieren in der Verlängerung. Und hier sehen wir noch einmal den Angriff in der Entstehung. Schöner Laufweg hier von Nani, der noch ein bisschen Kraftreserven hat, seinen Schuss nur an den Pfosten. Und dann ist es Adrian, der frisch eingewechselte Adrian, der am schnellsten reagiert und die Führung erzielt. Ihr glaubt, das war schon aus der Verlängerung. Weit gefehlt, Cristiano Ronaldo, aber Subasic wehrt den Ball zur Ecke ab. Schöner Schuss von Ronaldo. Durch die Beine, also Subasic ist auf dem Posten und verhindert das vorzeitige K.O. für Kroatien. Da kann man sich natürlich ein bisschen ärgern, es hätte die ein Vorentscheid so sein können. Die anschließende Ecke. Den Strafraum eingetreten von Moutinho. Ronaldo löst sich von Chaluka. Rakitic passt sich auf, da ist das Tor! 5:3! Und war das hier jetzt die Vorentscheidung? Es sind nur noch 4 Minuten zu spielen, klar, aber in so einem verrückten Spiel, hier kann doch wirklich alles noch passieren. Ich würde die Kroaten hier noch garantiert nicht abschreiben. Und sie haben auch noch ihre Chancen gehabt. Vorher aber sehen wir noch einmal diesen Treffer von Cristiano Ronaldo. Die 117 Minute. Man sucht schickt Badel und da kann auch ein bisschen. Badel kommt zum Schluss aus 20 Metern, aber Rui Patricio ist da. Und das ist zum Verrücktwerden. Während des gesamten Spiels hatte Kroatien ein Chancenplus und mehr Ballbesitz. Aber dennoch liegen sie mit 5:3 hinten. Hier hätten sie aber die Chance auf einen Anschlusstreffer, denn mit einem Anschlusstreffer würde es ja nochmal richtig spannend werden. Aber es gab ja nochmal Eckball. Rakitic mit dem Ball in den Strafraum, dort ist Kovacic, aber Rui Patricio hält den Ball fest. Und das war's. Portugal gewinnt mit 5:3 nach 120 Minuten einem verrückten Fußballspiel und trifft damit im Viertelfinale auf die Schweiz.